Ja, hallo und grüß euch. Ja, wie versprochen geht es in meinem dritten Tokio-Video um die Fotografie, und zwar aktiv wie passiv. Und mit der passiven Fotografie werden wir auch gleich beginnen, denn in wenigen Sekunden landen wir vor dem Photographic Art Museum in Tokio. Ja, ein Museum, das die Fotografie als Kunstform präsentiert. Da muss ich natürlich hinein, und ich habe mir von den drei Ausstellungen zwei angesehen. In der ersten werden Werke von japanischen Fotografen dargestellt oder ausgestellt, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir damit ein bisschen schwer getan und muss auch zugeben, das passiert mir schon öfters, dass ich mit solchen Fotografien irgendwie nicht relaten kann. Ich bin mir vorgekommen, als würde ich durch ein Fotoalbum einer x-beliebigen Person durchzeppen. Ich habe nicht wirklich erkennen können, wo da jetzt die Kunst zu sehen ist. Das ist ja, wie gesagt, ich bin kein Kunstkenner, und ja, wenn ich mir diese Fotos angeschaut habe, Punkt und Motivwahl, Komposition, technische Umsetzung, ja, ich habe mir schwer getan. Dann gab es noch diese Videoinstallation, wo ein Fotograf gezeigt wird, der durch seine Fotos da durchzeppt. Ja, es tut mir leid, vielleicht habt ihr eine andere Meinung dazu, aber ich habe da irgendwie nicht relaten können mit dieser Ausstellung. Die zweite Ausstellung, auf die habe ich mich schon viel mehr gefreut, denn da ging es um einen Fotografen, den ich schon länger kenne und den ich auch sehr bewundert habe. Und zwar kenne ich den wegen seiner großformatigen Aufnahmen, mit denen er auch bekannt geworden ist. Und zwar hat er mit einer großformatigen Analogkamera 8x10 Aufnahmen gemacht, und die haben mich fasziniert, weil sie einen wahnsinnigen Detailreichtum haben. Also nicht nur, was er fotografiert, sondern auch diese technische Umsetzung, dass man da wirklich nahe hingehen kann, und man sieht, da ist er jetzt, Alex South, der Fotograf, der mich ja sehr fasziniert hat in einem ja vielleicht etwas eigenwilligen Selbstporträt, aber er hat sich ein bisschen verändert, er macht jetzt andere Sachen. Er ist weg von dieser Roadtrip-Fotografie, mit der er bekannt geworden ist, und macht mehr ja einen introspektiven Ansatz und möchte die Beziehung von Innenräumen und den Personen in diesen Räumen abbilden oder zum Thema machen, einen mehr ja emotionalen Zugang. Und da ist ein Foto von ihm, wo er sich selbst layert vor einer Großstadt, und ich habe mir erlaubt, noch einen Layer hinzuzufügen, indem ich die Spiegelung seiner Werke auf der gegenüberliegenden Wand einfach da mitgenommen habe und einen dritten Layer hinzugefügt habe zu seiner Fotografie. Ja, Alex House, ein Fotograf, den ich sehr, sehr schätze. Eine zweite fotografische, wie soll man sagen, Episode, die ich ganz zufällig erlebt habe, hat sich hier in diesem Haus zugetragen. Da bin ich jetzt nicht wegen der Fotografie hineingegangen, denn das ist Tower Records. Einer der letzten, glaube ich, denke ich, eines der letzten Geschäfte, wo man noch Schallplatten kaufen kann. Nicht nur gebrauchte, sondern auch ganz, ganz viele neue. Auf 8 Ebenen kann man da Audios, analoge Audiotechnik der verschiedensten Genres kaufen. Und muss sagen, das war schon eine sehr besondere Stimmung und ein ganz eigenes Gefühl, wieder mal in einem Schallplattengeschäft zu sein. Ich kann mich gar nicht erinnern, das ist sicher so 20 Jahre her, dass ich in einem Schallplattenladen war. In Salzburg gab es im Forum noch ein Schallplattengeschäft, an das kann ich mich noch erinnern. Und da war ich schon ein bisschen versucht, mir so eine Schallplatte mitzunehmen, aber es tut mir leid, Billie Eilish, ich habe ja der analogen Technik abgeschworen, daher für mich auch keine analoge Schallplatte, auch wenn diese Geräte mich schon ein bisschen fasziniert haben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Natürlich muss ich das zugeben. Ja, und dann sehe ich an einer Wand Fotografien von ganz unterschiedlichen, ja, ich muss sagen, Helden meiner Jugend. Da waren Mr. Big fotografiert, John Bon Jovi fotografiert, dann Metallica, Ozzy Osbourne, ja, und zu guter Letzt der Held meiner Jugend, Rob Halford von Judas Priest, ja, die habe ich rauf und runter gehört. Ja, und was soll ich sagen, ich drehe mich um, und wer steht vor mir? Der Fotograf genau dieser Fotos, William Hames, ein Fotograf, der ja japanischstammig, aber in Amerika lebend, ja, in den 80ern und 90ern die visuelle Entität vieler großer Bands aus dem Rock- und Metal-Bereich geprägt hat, sei es da ja Ozzy Osbourne, Motley Crue, Metallica und so weiter. Aber wir fliegen schon wieder weiter, wir haben schon wieder das nächste Ziel vor Augen, denn wir wollen ja auch in die praktische Fotografie uns etwas bewegen, und da werden wir jetzt in einen Stadtteil uns bewegen, wo es eher hochpreisige Geschäfte gibt, und mittendrin ist ein Geschäft, das mich, ja, ich muss sagen, als einziges dort tatsächlich interessiert hat, nämlich der Leica Shop. Klar, der Leica Shop, den muss von mir immer besucht werden, auch wenn ich selbst kein Leica-Fotograf bin, vielleicht noch nicht, wird man sehen, was die Zukunft bringt, aber Leica Shops, finde ich, haben immer einen ganz besonderen Flair, und ich schaue da gern hinein, auch weil sie eben neben den Produkten selbst auch immer Fotografien ausgestellt haben. Das finde ich dann schon immer sehr spannend, dort zu sehen, welche Fotos dort an der Wand hängen, die eben natürlich großteils, oder ich denke fast immer, mit Leica gemacht sind. Und allgemein, die Shops gefallen mir einfach von der Ausstattung her, von der
von dem Ambiente, das sie einfach mitbringen. Aber selbstverständlich ist es mir nicht nur um die Fotos gegangen, die man dort sehen kann, sondern auch um das Gerät an und für sich. Ich finde, so eine Leica ist einfach eine schöne Kamera. Die klassische Q, die M, ja, mit der S-Reihe tue ich mir vielleicht ein bisschen schwer, aber ja, wenn es um Fotoapparate geht, dann gibt es noch einen zweiten Spot, den man unbedingt anschauen muss. Da gibt es nämlich ein Geschäft, es gibt viele Geschäfte, wo man Kameras kaufen kann, aber Map Camera, denke ich, ist ja wieder so ein Geschäft, ein Hochhaus, wo es auf 7 oder 6 Stockwerken viele, viele Kameras gibt, die man dann anschauen kann, die man natürlich auch kaufen kann. Auch wenn die Stockwerke selbst zuerst gar nicht so groß ausschauen, man darf sich da nicht täuschen lassen, denn da gibt es ja alles, was die entsprechenden Kameramarken zu bieten haben in einer Qualität und in einer Quantität, ja, dass einem der Atem wegbleibt. Das ist natürlich ein Geschäft, da muss man hinein, und auch wenn man nicht vorhat, eine Kamera zu kaufen, man staunt einfach, welche Modelle man da zu sehen bekommt. Phase One, etwas, das ich in der Realität noch nie gesehen habe, eine Kamera, dann die Hasselblad, die Original H4D, die Leica-Kameras natürlich, die M-Serie, wunderschöne Kameras, gebraucht und neu, und dann natürlich das Traumgerät, die X2D von Hasselblad, die auch da neben der 907X zu sehen gab. Aber diese Kamera nicht nur hinter Glas, sondern tatsächlich auch am Tresen physisch zum Angreifen, und da habe ich natürlich nicht widerstehen können, da musste ich hingreifen und diese Hasselblad einfach in die Hand nehmen und einfach einmal auch ertasten und erspüren. Und ich muss sagen, das ist schon eine ganz, ganz besondere Kamera. Die hat schon vom Feeling einfach, von der Bedienung her, von der Haptik her eine ganz besondere Ausstrahlung. Aber wir gehen schon wieder weiter hinein in unseren Helikopter, denn wir wollen ja tatsächlich auch fotografieren. Vor uns sehen wir jetzt in der Mitte das Metropolitan Government Building. Das haben wir in meinem letzten Video schon gesehen, oder wir haben gesehen, was man dort sieht, wenn man da drinnen ist, den Ausblick von diesem Gebäude. Wir werden jetzt aber nach links in den Süden abdrehen, denn unser Ziel liegt ganz unten in der Hafengegend, in der Bay Area. Vor uns noch der Mount Fuji zu sehen, der jetzt nach rechts verschwindet, während wir unseren Flug da jetzt nach links in den Süden ablenken. Unter uns erscheint dann noch ganz kurz der Meiji-Schrein, naja, dann sehen wir nicht mehr wirklich. Auch das Areal, wo der Leica-Store gewesen ist, ist da unter uns. Aber wir schmeißen uns hinunter in den Süden. Rechts ins Bild kommt die Rainbow Bridge. Auch die haben wir im letzten Video gesehen, von dem Fuji Headquarter aus, das jetzt schon hinter uns liegt. Und langsam nähern wir uns unserem Zielspot, den ich euch jetzt noch zeigen möchte. Da kommt er schon ins Bild geradeaus vorne. Ein kleiner Park am südlichen Ende von Tokio, naja, nicht ganz im Süden, aber doch eher im südlichen Gebiet Tokios. Und an diesem Park hat mir besonders gefallen, dass er erstens ein sehr, sehr schöner Park ist, zweitens diese tolle Umrandung von diesen großen Gebäuden des Geschäftsviertels da. Auch dieses Geschäftsviertel selber ist übrigens sehr besuchenswert. Und er ist eben nicht so groß. Man hat nicht das Gefühl, dass man da seinen ganzen Tag verbringen muss, um den Park zu erfassen zu können, sondern da geht man durch 1, 2, 3 Stunden vielleicht und hat den Park gesehen und hat wirklich sehr, sehr tolle Ausblicke gehabt. Und auch das Nachbarviertel, dieses Geschäftsviertel, ist besuchenswert. Da gibt es diese tolle Uhr, die aus diesem Manga-Film kommt. Bin da nicht so ein Manga-Kenner, kenne ich mich nicht so aus, aber da sieht man jetzt die Ausblicke, die man dann in diesem Park bekommt. Und diese Kombination von einem traditionellen japanischen Garten, wie ich mir vorstelle, mit diesen modernen Bürogebäuden im Hintergrund, das ist schon ein Kontrast, der für mich ja ganz, ganz besonders war, den ich eigentlich ja nur aus, ja, Computerspielen kenne. Und nicht weit von da ist übrigens auch die Freiheitsstatue, und hier oben sehen wir auch die Sphere im Fuji Headquarter, das in meinem anderen Film schon thematisiert worden ist. Wir verlassen diesen Park aber in eine andere Richtung, einen kurzen Blick auf den Tokyo Tower, der uns da links aus dem Bild hinaus wandert. Und ja, man sieht diese Architektur Tokios, alleine die könnte man ja schon Wochen und Monate lang zum Thema machen, die unterschiedlichen Hochhäuser, die es da gibt. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele schöne, wunderbare Parks, große Parks, wie der da aus rechter Hand ins Bild kommt, mit dem Guesthouse, dem State Guesthouse, ein Palast, den man auch anschauen kann, mit einer tollen Parkanlage.
großen Parkanlage. Und links oben ins Bild kommt der nächste Park schon. Da gibt es einen ganz tollen Rosengarten. Und an der rechten Seite des Parks sehen wir dieses halbrunde Gebäude. Das ist ein Gewächshaus, wo man auch ganz, ganz tolle Dinge sehen kann. Leider hatte ich dazu keine Zeit. Das habe ich nicht gesehen, wie vieles, vieles andere auch. Aber links kommt jetzt wieder das Government Building ins Bild. Also wir bewegen uns wieder da zurück, wo wir schon gewesen sind. Und unser Ziel ist jetzt nicht, da links in dem Gebiet haben wir jetzt dann diese Map Camera Shops gehabt. Und wir gehen aber direkt auf die Station Shinjuku zu. Eine relativ große U-Bahn-Station. Und das ganze Areal rund um Shinjuku ist auch sehr, sehr sehenswert. Ein besonderes Areal, das wir uns zum Schluss da anschauen werden, jetzt an dieser Station, auf der steuern wir jetzt geradewegs zu. Das liegt da jetzt quasi auf der linken Seite dieser Schienenanlage. Beginnen werden wir aber auf der rechten Seite. Da gibt es eine kleine Geschichte, die man sich einfach ansehen muss, wenn man in Tokio ist. So eine ikonische Werbetafel, die so 3D-Grafiken darstellt. Und da gibt es eben die Shinjuku Cat, die doch relativ bekannt ist. Eine kleine spaßige Geschichte, die man einfach mitnehmen muss. Aber wie gesagt, das ganze Areal da rund um diesen Bahnhof und diesen Verkehrsknoten, da gibt es den Godzilla, der über das Dach da drüber schaut, über das Kinodach. Generell ist es immer gut in Japan oder in Tokio nach oben zu schauen, denn die Häuser sind bis oben voll geklustert mit irgendwelchen Werbetafeln, die man sich da anschauen kann, die das Straßenbild natürlich ausmachen. Und man sieht schon, da ist es etwas rauer, da gibt es Bars, die ein bisschen heavy-mäßiger ausschauen. Und überhaupt dieses Areal Golden Gay, in dem wir uns da jetzt befinden, das ist so eine ganz spezielle Bar, eine Bargegend, wo es so typisch japanische oder typisch tokiotische Bars vielleicht gibt, die sehr, sehr klein sind und vielleicht auch ein bisschen verschrien sind, wobei man, denke ich, das gar nicht so schlimm sehen muss. Ich war leider am Abend nie dort, ich bin nur tagsüber mal hinspaziert, um eben diese Fotos da zu machen. Ich denke, das wäre schon einmal interessant, da auch abends in so einer Bar da drinnen zu versumpfen. Eine ganz, ganz spezielles Flair. Da sieht man da schon, die Bars sind relativ klein. Bei den meisten muss man Eintritt zahlen, bekommt natürlich dafür ein Getränk. Ein Local, den ich dort getroffen habe, hat mir gesagt, wenn es Probleme gibt, dann eher mit Ausländern, die sich nicht zu benehmen wissen. Ansonsten ist das eine sehr, sehr friedliche Gegend. Und auch natürlich, wenn man Streetfotografie betreiben möchte, ist ja Tokio ein Wahnsinn. Und wir gehen jetzt zu dem Areal, das ich ganz am Anfang gezeigt habe, beim Landeanflug auf dieses Areal. Das ist Omoide Yokocho. Auch eine Ansammlung von kleinen Gässchen, in denen es ganz, ganz viele kleine Restaurants gibt. Leider hatte ich auch da keine Zeit, mir tatsächlich die Zeit zu nehmen, da etwas zu essen. Ich bin da nur durchmarschiert und man sieht schon, das hat schon auch ein ganz tolles Ambiente mit dieser Dekoration. Natürlich, wenn der Abend hereinbricht, wenn es etwas dunkler wird, ist das ein ganz kleiner Fleck, der aber fotografisch, finde ich, ganz, ganz viel hergibt. Also da könnte man sich ja auch länger beschäftigen. Da sieht man jetzt diese typischen Restaurants, also sehr, sehr klein. Und alle haben ganz spezielle Hausmannskost, japanische Küche, die ich, wie gesagt, leider nicht ausprobieren konnte. Und wir sind schon wieder weiter unterwegs. Von Shinjuku geht es jetzt ostwärts wieder in das nächste Areal. Dabei werden wir jetzt sehen ein anderes, ikonisches Gebäude von Tokio, das auch in meinem letzten Video erst schon vorgekommen ist. Müsste da erst rechts irgendwo ins Bild kommen. Und da sehen wir schon den unteren Teil des Tokyo Sky Trees. Auch da, wie gesagt, waren wir im letzten Video schon drinnen. Und vor uns links jetzt dieses weiße Ei ist ein Sportstadion, in dem hauptsächlich Baseballspiele aufgeführt werden. Und dahinter gibt es einen kleinen Vergnügungspark, der auch sehr empfehlenswert ist. Und auch dieses Gebäude, das jetzt ins Bild kommt und wie eine 1 ausschaut, hat eine tolle Aussichtsplattform, die auch sehr empfehlenswert ist. Leider von mir auch nicht besucht worden. Aber wir drehen jetzt da wieder nach links ab, denn ich möchte euch noch ein anderes Ziel präsentieren, das mir auch sehr gut gefallen hat, und zwar ein Schrein. Ich habe mir einige Schreine angeschaut, aber der hat mir dann doch am besten gefallen. Das ist der Nezu-Schrein, der jetzt da ins Bild kommt. Ein, würde ich mal sagen, noch ein etwas ursprünglicherer Schrein, der jetzt nicht so touristisch ausgebeutet ist wie die großen Schreine, sondern
eher noch auch tatsächlich von den Menschen dort als religiöse Stätte benutzt wird. Und dieses Gefühl hat man auch an diesem Ort, dass das jetzt keine Touristenattraktion ist, sondern tatsächlich ein alltäglich besuchter Ort, der auch eine gewisse Spiritualität und eine Bedeutung eben noch hat. Und das hat mir sehr gut gefallen, und auch der Schrein an und für sich ist sehr schön, hat auch durchaus fotografisch einiges zu bieten von seiner Optik her. Und neben dem Schreingebäude an und für sich, das man da jetzt dann noch einmal schön sieht, gibt es dann noch eine Besonderheit. Und zwar hat natürlich auch dieser Shinto-Schrein die für die Shinto-Schreine typischen Eingangstore, die Tori, die quasi die Grenze zwischen dem profanen und dem heiligen Boden markieren. Aber in diesem Fall gibt es da etwas ganz Besonderes, und zwar eine sogenannte Hybridform der Tori, ein sogenanntes Senpon-Tori oder 1000-Tori. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Tore hintereinander gestellt, die so einen richtigen Tunnel ergeben, damit zwar diese Funktion dieses Toris als Grenze ein bisschen ad absurdum führen, weil ja jetzt die Grenze dadurch jetzt nicht mehr gegeben ist, weil so viele Tore hintereinander sind. Man weiß auch ganz genau, streng genommen, die Funktion der Tore ist heute nicht. Und tatsächlich handelt es sich in diesem Fall um Opfergaben. Das heißt, jedes Tore ist da von jemandem gespendet worden oder quasi als Opfergabe dargebracht worden, und auf den Toris drauf findet man dann eben auch entweder das Datum, wo das Tori aufgestellt worden ist, oder einen Wunsch oder eine Widmung von demjenigen oder denjenigen. Das können Familien sein, das können Firmen sein, die eben dieses Tori hier aufgestellt haben. Eine natürlich auch für Fotografen sehr dankbare, ein Gesamtkunstwerk möchte man fast sagen, das ich natürlich auch ganz gerne fotografiert habe. Schon eine sehr besondere optische Wirkung. Ja, und zum Schluss möchte ich euch noch einen Tempel zeigen, der für mich schon noch etwas Besonderes hat, der eine sehr, fast bedrohliche Optik hat, auch wenn die Mönche oder den Mönchen nachgesagt wird, dass sie sehr freundlich und offen für Besucher sind. Leider war in meinem Fall der Tempel schon geschlossen. Das ist ein Tempel die einen sagen, es ist eine junge, moderne japanische Religion, die anderen sagen, es ist eine buddhistische Sekte. Das kann man jetzt halten, wie man will. Ich habe leider nicht allzu viel Informationen drüber, aber ich finde, dieses Gebäude an und für sich ist schon sehenswert und auch eben fotografierenswert. Ja, und mit diesem optischen Eindruck vom Ryokai Shakuten-Tempel möchte ich mich auch schon wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren, und wir sehen uns ja dann hoffentlich das nächste Mal auf diesem Kanal. Ciao und pfiat euch.